Meine Damen und Herren, wir müssen erst die Mikrofonprobe machen, damit die letzten Reihen mich auch verstehen. Ist das der Fall? Hört man auch das Wasser gut? Das spricht für eine gute Akustik. Ich lese den Anfang des Buches Bildnis der Mutter als junge Frau. Laufen Sie, junge Frau, laufen Sie, wenn Sie wollen laufen. Der Kind sich freut, wenn Sie laufen, hatte Dr. Roberto mit seinem lustigen Deutsch mit kräftiger italienischer Betonung gesagt. Und wie immer, wenn sie sich aufmachte zu einem Spaziergang oder zu einer Besorgung in die Stadt, tänzelten ihr diese Wörter durch den Kopf, die der Arzt nach der wöchentlichen Untersuchung mit freundlich mahnendem Lächeln und geschmeidiger Stimme auszusprechen pflegte. Schöne Frau, junge Frau, gesunde Frau, bewegen gut, anstrengen nicht gut und der Sauerstoff von römischer Luft, etwas mehr Gutes nicht gibt in Italien für Sie und der Kind und alles ohne Geld, die Stadt Roma sich freut, Ihnen und der Kind seine gute Luft zu schenken. Kuriose Ermunterungen und lästige Komplimente, die sie schon vor dem ersten Schritt nach draußen begleiteten, als sie vor dem kleinen Badezimmerspiegel das Haar kämmte, flocht und zum Dutt feststeckte, dann skeptischen Blicks ihren einzigen, den schwarzen Hut mit breiter, geschwungener Krempe aufsetzte und mit beiden Händen über den weit vorgewölbten Bauch strich und außer diesem Bauch nichts an sich schön finden mochte, weil die Anrede schöne Frau ihr jedes Mal die Röte ins Gesicht schießen ließ, eine Anrede, die dem Arzt trotz seiner Freundlichkeit und Fürsorge nicht zustand, sondern allein ihm, ihrem Ehemann, auf dessen Rückkehr von der afrikanischen Front sie Woche um Woche wartete und auf Zehenspitzen, es galt noch die Mittagsruhe, über die Terrakottafliesen des Flurs wieder in ihr Zimmer ging, das sie mit einer anderen Deutschen teilte, deren Verlobter in Australien interniert war und die, obwohl schon fast 30, Haustochter genannt wurde und in der Küche und bei der Essenausgabe arbeitete. Ilse lag nach dem Mittagsschlaf noch lesend im Bett, während sie, die jüngere Frau, schwarze Schnürschuhe anzog und den dunkelblauen Mantel aus dem Schrank nahm, mit einem Blick ihr gemachtes Bett und den aufgeräumten Tisch musterte und für ordentlich genug befand, sich verabschiedete bis zum Abendbrot, die Tür schloss und am Badezimmer vorbei zum Fahrstuhl und zur Haupttreppe ging. In der Mitte des fünfstöckigen Gebäudes, ein von evangelischen Schwestern aus Deutschland betriebenes Krankenhaus und Altersheim mit einigen Gastzimmern, von denen sie einst bewohnte, bis zur Niederkunft zusammen mit Ilse. Danach war ihr einst allein für sich und das Kleine im vierten Stock versprochen. In diesem Haus unter der Obhut der Kaiserswerther Diakonissen hatte sie alles, was sie brauchte und was sie mit geringem Geld bezahlte, einen Arzt und Geburtshelfer, eine Hebamme, Schwestern, regelmäßiges Essen, ein Bett, einen Stuhl, einen kleinen Tisch, eine Schublade für die Briefe aus Afrika, eine Schrankhälfte, einen winzigen Spiegel im Badezimmer, drei Türen weiter, eine Andacht jeden Morgen vor dem Frühstück, eine Terrasse auf dem Dach in einer Stadt, in der trotz der häufigen Alarme keine Bomben fielen und wo der Winter eine nebensächliche, überwiegend sonnige und warme Angelegenheit war. Und die Hand aufs Treppengeländer legte. Hier war sie umgeben und umsorgt von 10 Frauen in dunkelblauer Tracht und weißen Hauben mit Rüschenrand und Hoffmanns gestärkten Schleifen unter dem Kinn. Eine leitete die Küche, eine die Wäscherei, eine die Bügelstube, eine die Krankenpflege, eine die Verwaltung. Und die prachtvollste von ihnen, Schwester Else, leitete das ganze Diakonissenheim und sie alle widmeten sich den Kranken, den Müttern mit den Säuglingen auf der Entbindungsstation
und den Gästen. Hier fühlte sie sich aufgehoben und konnte für all das nur unendlich dankbar sein. Besonders dankbar, dass hier Deutsch gesprochen wurde und sie keine Mühe aufwenden musste, in der Fremde eine fremde Sprache zu sprechen, was sie gar nicht gekonnt hätte, ausgebildet als Kindergärtnerin und für die Haushaltsführung. Sie fühlte sich sprachlich völlig unbegabt, hatte nicht einmal drei Wörter einer anderen Sprache gelernt, dafür im Rechnen und Turnen die besten Noten, hatte in der Schule wie beim Bund deutscher Mädel ihre Neugier auf die Biologie geworfen, auf die heimischen Pflanzen und Tiere, aber nie auf Sprachen, nicht einmal auf Deutsch, geschweige denn auf Fremdsprachen. Und deshalb pries sie von morgens bis abends und nun die Treppenstufen vorsichtig hinabsteigend ihr Glück, mitten in Rom auf einer deutschen Insel zu sein, wo sogar die Italiener Deutsch sprachen, manchmal ein lustiges Deutsch wie das von Dr. Roberto, manchmal ein gestückeltes wie das der Frauen in der Küche. Aber alle schienen sich Mühe zu geben, weil sie offenbar gern hier arbeiteten, bei den Protestanten oder vielleicht selbst zu den versprengten italienischen Protestanten gehörten, zu den tapferen Waldensern oder an deutscher Ordnung oder an frommer Ordentlichkeit Gefallen fanden. Und ging, am Geländer sich festhaltend, die Treppe hinunter, bis sie in den Eingangsraum kam mit drei schmalen Sesseln und einem Tisch, vor dem ärztlichen Sprechzimmer und einer Vase, in der immer frische Blumen standen. Heute waren es Mimosen, drei Büschel zarter, gelber Januarmimosen. Und nach dem Passieren der offenen Glastür in die Vorhalle mit der Wartebank und dem Halbzimmerchen für die Begrüßungsschwester, wie man im Hause sagte. Meistens war es Schwester Helga, die die Schlüssel und das Telefon verwaltete, Post ausgab, Patienten zur Aufnahme wies und das Anwesenheitsbuch führte und bei der sich abzumelden hatte, wer das Haus verließ und sich aus der Obhut der immer hilfsbereit lächelnden Diakonissen entfernte. Schon war es 3 Uhr geworden, Ende der Mittagsruhe, und Schwester Helga kam heran, um ihren Wächterposten einzunehmen. Sie wusste Bescheid, es war schon besprochen, dass die junge Frau allein zur Kirche in die Via Sicilia zum Konzert gehen und abends auf dem Heimweg von 2 Schwestern durch die Dunkelheit begleitet werden sollte. Zumal es vielleicht etwas später als 6:30 werden konnte, wenn keine Laternen mehr angeschaltet und die Fenster verhängt waren wegen der Verdunkelung zur Täuschung der Bombenflugzeuge, die über Rom noch nie eine Bombe abgeworfen hatten und die Löcher und schiefen Pflastersteine auf den Bürgersteigen schlecht zu erkennen waren. Bis zum Abendbrot, sagte Schwester Helga, bis zum Abendbrot, sagte die junge Frau, und trat durch das Portal, blieb einen Moment auf der obersten Treppenstufe beim ersten Atemzug draußen im hellen Januarnachmittag. Dr. Roberto hatte recht mit seinem Lob des römischen Sauerstoffs. Diese Luft tat ihr gut, das Sonnenlicht tat ihr gut, die Nachmittagssonne schien auf die richtige, auf ihre Seite der Via Alessandro Farnese und tupfte ein wenig der kostbaren Wärme auf ihr Gesicht, sodass sie den Kopf hob, damit der Hut keinen Schatten auf die Haut werfe, und ging lächelnd an Agaven und Rhododendron vorbei, 6 Stufen hinab und wandte sich nach links. Das hätte sie vor 9 Wochen sich nicht vorstellen können, so selbstverständlich und fast ohne Angst ganz allein an einem Sonnabendnachmittag in eine römische Straße einzubiegen. 9 Wochen war das her, als sie eben in Rom angekommen war, um endlich zum ersten Mal nach der Hochzeit mit ihm, mit Gerd, für länger zusammen zu sein. Und als er bereits einen Tag nach ihrer Ankunft sagen musste, dass er wieder zu den Soldaten befohlen sei, eine plötzliche Versetzung nach Afrika sofort, und sie es nicht fassen konnte. Gerade angekommen und sofort wieder allein, hochschwanger in der gefährlichen Fremde, ein Schock mit 21 Jahren, selber wie ein Kind, das ohne Hilfe nicht gehen, auf eigenen Beinen nicht stehen kann,
ausgesetzt in einer völlig fremden Gegend und einer völlig fremden Sprache. Sie sah an den schön geformten Fensterbögen und den grünen Läden des vor Jahren einmal rostrot gestrichenen Hauses die 5 Stockwerke hinauf bis zum Terrassengitter, suchte das Fenster ihres Zimmers und betrachtete mit bescheidenem Stolz auf ihre frisch erworbene Weltläufigkeit die Palme davor, von der sie so gern in ihren Briefen berichtete, alles in allem ein stattliches, von Pflanzen umschmücktes Gebäude. Eine bessere Zuflucht hätte ihr der geliebte Mann nicht suchen, eine schönere deutsche Insel hätte sie nicht finden können. Und bei diesen Gedanken regte sich das Kind in ihr, sie blieb stehen, spürte die klopfenden Bewegungen der Beinchen und Ärmchen, sie nahm das als Zustimmung und antwortete, indem sie mit der Hand unter den Mantel fuhr und langsam über ihr Kleid und den gewölbten Bauch strich und begann, als die Tritte und Stöße nachließen, ihren Fußweg zu der anderen deutschen Insel, zur Kirche in der Via Sicilia, wo um 16 Uhr das Kirchenkonzert anfangen sollte. Es war der vertraute Weg von Insel zu Insel. Denn das Übrige, das riesige Rom, kam ihr immer noch wie ein Meer vor, das sie zu überqueren hatte. Gehemmt von der Furcht vor all dem Unbekannten, vor den erhebenden Tiefen dieser Stadt, ihren doppelten und dreifachen Böden und Schichten, vor den vielen täuschend ähnlichen Säulen, Türmen, Kuppeln, Fassaden, Gemäuern und Straßenecken, vor den unendlich vielen Wallfahrtsorten der Gebildeten, an denen sie ungebildet vorüberlief, und den schwer zu enträtselnden Gesichtern der Leute auf den Straßen, in den schlingernden Zeiten eines weit entfernten und jeden Tag näher rückenden Krieges. Aber wo Furcht ist, hilft der Glaube, auf diese Erfahrung konnte sie bauen, denn auch gegen das undurchschaubare, unheimliche Meer namens Rom half die Bibel, zum Beispiel der bei einer Morgenandacht zitierte Satz aus den Psalmen: Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch auch dort deine Hand führen und deine Rechte mich halten. Sobald sie sich diesen Satz ins Gedächtnis rief, fühlte sie sich getröstet und geführt und gehalten. Und mit den anfeuernden Sprüchen von Dr. Roberto, laufen Sie, junge Frau, laufen Sie, und mit der Gewissheit, genau am richtigen und sichersten Ort zu sein zwischen der afrikanischen Küste, wo ihr Ehemann diente, und der Ostseeküste, wo ihre Eltern wohnten, war sie schnell an der ersten Straßenecke, überquerte die Kreuzung, blieb auf der Sonnenseite, schaute auf die Häuser der Nachbarschaft, alle in den ihr inzwischen vertrauten freundlichen Farben zwischen hellem Ocker und dunklem, verblassten und abgewaschenen Rottönen, 3 oder 4 Etagen hohe bürgerliche Wohnhäuser, manche mit dicken schwarzen Pfeilen zum nächsten Luftschutzkeller weisend, und nach der zweiten, von jungen Steineichen gesäumten Querstraße, öffnete sich nach einigen Schritten der Platz mit dem Namen, den sie sich nie richtig merken konnte, Cola di Rienzo, so stand es auf den Steintafeln an den Hausecken. Irgendein Fürst oder Politiker, sie hatte sofort vergessen, was Gerd ihr vor mehr als 2 Monaten erklärt hatte. Sie konnte all diese fremden Namen in der fremden Sprache nicht behalten. Es war schon schwierig genug, die Gesten und Blicke der Passanten zu deuten. Und schwierig genug, an der Schlange vor der Bäckerei vorbeizugehen und dabei das richtige Gesicht zu machen. Es war kurz nach 3 und der Panificio öffnete um 3:30 und schloss wie alle Geschäfte wegen der Verdunklung um 5:30. Wie immer am Morgen oder am frühen Nachmittag standen bereits einige Frauen auf dem Bürgersteig. Sie wich ihnen aus und ging auf dem Straßenpflaster weiter. Das Mehl war knapp, das Brot war knapp. Es kostete 3 Lire das Kilo. Manchmal gab es nur das gelbe Maisbrot. Und im letzten Frühjahr hatte Ilse gesagt, haben Sie die Ration von
200 Gramm pro Person und Tag auf 150 herabgesetzt, 2 oder 3 Scheiben, und das den Italienern, die an täglich frisches Brot gewöhnt sind. Kuchen und Gebäck durften seit über einem Jahr nicht mehr verkauft werden. Wieder dachte sie daran, wie gut es ihr ging, versorgt mit allem, was sie brauchte, nicht hungern und nicht Schlange stehen zu müssen wie die römischen Hausfrauen oder ihre Dienstmädchen. Wie gut sie es hatte, dass sie in dieser Stunde zur Kirche und sogar zu einem Konzert gehen durfte und nur einen winzigen Augenblick lang von der Frage irritiert wurde, warum im Krieg das Brot nicht reicht und immer weniger wird, wo man doch immer mehr Land erobert und immer mehr Siege meldet. Wo ist das Brot geblieben? Der Weizen wächst doch weiter und der Roggen. Man konnte das sehen aus den Eisenbahnfenstern, wie alle Felder blühten und reiften. Wo ist das Brot geblieben? Aber so durfte man nicht fragen. Es war eine Prüfung. Es war Gottes Wille. Er schenkte das tägliche Brot und verteilte es. Während diese Frauen hier standen und erleichtert schienen, dass sie sich nicht auch anstellte, eine Schwangere im 8. Monat hätte das Recht auf einen Platz ganz vorn in der Reihe gehabt und ihnen den Weg zu den paar Gramm Brot noch einmal verlängert, aus den halb feindlichen wurden fast freundliche Blicke, als sie merkten, dass sie weiterging bis zur Ecke Via Cola di Rienzo. Dort schaute sie, ehe sie sich nach links wandte, nach rechts hinüber, wo Peterskirche und Vatikan nur eine Viertelstunde entfernt lagen. Da wollte sie jetzt nicht hin, da zog es sie nicht hin. Da war sie einmal gewesen und hatte den Papst gesehen am Feiertag der unbefleckten Empfängnis, hatte mit Ilse im Gedränge zwischen Tausenden gestanden und beobachtet, wie der als heilig verehrte Vater auf einem prächtigen Stuhl sitzend durch die Kirche getragen und von der Menge mit stürmischem Beifall begrüßt wurde, wie ein Sieger im Olympiafilm oder der Führer in der Wochenschau, und wie die Kardinäle singend hin und her gingen und vor lauter Getöse kein Singen und Beten zu hören war. Alles wirkte so heidnisch, so laut, so äußerlich, eher ein Theater als ein Gottesdienst. Und da sie ohnehin nichts verstanden und das Gedränge lieber mieden, erst recht mit dem runden Bauch, waren sie auf den Petersplatz hinausgetreten, wo immer noch Hunderte auf Einlass warteten, und Ilse hatte den Seufzer ausgestoßen: Ein Glück, dass wir Martin Luther hatten. Etwas Ähnliches hatte sie auch gedacht und doch nicht auszusprechen gewagt. Ilse sagte meistens schneller, was sie dachte, und beide waren sich einig, wie gut sie es hatten, dass sie evangelisch waren und auf solches Schaugepränge verzichten konnten. Und wenn ihr auf der Terrasse des Diakonissenhauses oder bei den Gängen durch die Stadt über den Dächern die imponierende Kuppel der Peterskirche in den Blick rückte, bedauerte sie die Katholiken, die von dieser Steinlast eingeschüchtert in dieser marmornen Festung zu Statisten, zu Ameisen gemacht wurden und einem angeblich unfehlbaren Papst unterworfen waren. 400 Kirchen in Rom, sagte man, eine schöner und prunkvoller als die andere, aber nur eine war die richtige, die in der Via Sicilia, und dahin bog sie ab. Nach links Richtung Tiberbrücke, lief über die unverständlichen Buchstaben SPQR und die verständlichen Buchstaben Gas auf den Kanaldeckeln hinweg und an den mittags geschlossenen schmalen Läden eines Friseurs und eines Geflügelhändlers und an Wandzeitungen vorbei, die auf einer Hausmauer geklebt waren. Fast jeden Tag ging sie hier entlang und manchmal, aber immer seltener, wenn der Händler einmal frische Ware vorzeigen konnte, hingen die ausgenommenen, ausgebluteten und gerupften Hühner mit dem Kopf nach unten im Fensterrahmen direkt neben den Siegesmeldungen auf dem vom Klebstoff noch feuchten Zeitungspapier. Es herrschte Mangel überall an Brot, an Fleisch, an Papier. Da war es praktisch, die Zeitungen an die Wände zu kleben für alle. Notizie da Roma,
Mit fetten Buchstaben kündeten die Überschriften, die meistens aus den Wörtern Vittoria und Vincere bestanden, von irgendwelchen Siegen oder dem Befehl zum Siegen. Überall, wo man auf Propaganda stieß, schossen die Wörter Vittoria und Vincere aufdringlich schwarz hervor. Sie war froh, dass sie das alles nicht lesen konnte und nicht lesen musste. Auch in Deutschland hatte sie keine Zeitung gelesen. Es war besser, nicht zu viel zu wissen, nicht zu viel zu sagen, nicht zu viel zu fragen. Die schlechten Nachrichten erfuhr man immer noch früh genug und die guten Nachrichten fanden sich sowieso nur in Briefen. Und gerade jetzt, wo es in Russland nicht gut aussah für die Deutschen und die Italiener, waren die Siegesparolen immer öfter zu hören und zu lesen. Aber das war wohl nötig, das schien auch ihr nötig. Man musste gerade jetzt an den Sieg glauben. Auch sie wünschte, sie betete um den Sieg, nicht nur aus nationaler Pflicht, sondern insgeheim aus dem verbotenen egoistischen Grund, dass er schnell und heil heimkäme, ihr Mann, der ihr die römischen Freuden versprochen hatte. Zu der kleinen Parkanlage vor der Brücke, wo auf den Bänken ältere Männer saßen und sich ein bisschen Januarsonne auf ihre Gesichter fallen ließen nach dem Mittagessen. Sie spürte die Blicke auf ihren Bauch, auf Nase und Mund, auf die Figur. Sie fühlte sich geschützt durch den Bauch und den Mantel und den Hut und doch unwohl, die Blicke wie Spießruten. Und sie lief ein wenig schneller geradeaus zur Brücke auf dem durchs Geäst sichtbaren Obelisken der Piazza del Popolo auf dem Pincio-Hügel zu. Ein Glück, dass du nicht blond bist, dachte sie, dann würden sie pfeifen und ihre Bemerkungen machen. Vielleicht sehen sie dir die Ausländerin an. Deutsche gehen anders, Deutsche haben eine steifere Körperhaltung, hatte Frau Bruns, die seit vielen Jahren in Rom lebte, neulich beim Ausflug nach Ostia Antica gesagt. Italiener laufen mit mehr Hüftschwung, obwohl sie ein eigentlich langsamer und träger laufen, überhaupt diese römische Trägheit. Deutsche kleiden sich nachlässiger in Zivil und stehen korrekter in ihrer Uniform. Deutsche sind schon erkannt, bevor sie den Mund aufmachen, hatte Frau Bruns gesagt. Vielleicht fällst du diesen Männern auf, weil sie dich als Deutsche erkennen, als Arierin und weil sie uns nicht lieben, ihre Verbündeten nicht mögen, trotz aller Beschwörungen der beiden Führer. Auch das sagt einem jeder Deutsche in Rom. Oder sehen sie dir an, dass du immer noch ein wenig ängstlich bist, wenn du dich allein in die Stadt wagst, ohne Begleiter, ohne Sprache, ohne Kenntnisse in das Meer der fremden Stadt und der fremden Leute und machen sich vielleicht lustig über dich? Ach, es ist so egal, was die Leute denken. Du musst deinen Weg gehen, hin zum Lungotevere und über den Fluss und wissen, wohin du gehörst. All diese Gedanken würden dich gar nicht beschäftigen, wenn du den Mann und Beschützer neben dir am Arm hättest. Sie ging langsamer und schaute über das verschwenderisch breite, mit beinhohen, dickbauchigen Säulen verzierte steinerne Brückengeländer flussaufwärts und fand das Bild schön. Sie hatte hin und wieder die Elbe, die Weser, die Spree überquert, aber einen so majestätischen, die Stadt teilenden und die Stadt zusammenhaltenden, mit so prächtigen, hellen Mauern gerahmten Strom hatte sie nie gesehen. Und mitten über dem Tiber packte sie wieder das verlegene Staunen, dass ausgerechnet sie in dieser Weltstadt leben durfte, in dieser Stadt aller Städte, wie Frau Bruns sagte. Ausgerechnet sie, die nicht einmal Latein gelernt hatte und gerade mal die Namen Romulus und Remus, Cäsar und Augustus kannte und auch von Kunst nichts verstand und von den Päpsten sowieso nichts. Ausgerechnet sie, das mecklenburgische Landmädchen, das keine höhere Schulbildung mitbrachte wie ihre ältere Schwester, das Kind von der Ostseeküste, das sich in Rostock und Doberan und in Eisenach auskannte, aber schon in Berlin völlig überfordert und fehl am Platz war. Ausgerechnet sie, erst vor kurzem 21 Jahre geworden, ausgerechnet sie am Mittelmeer
und in der wichtigsten und herrlichsten Stadt Europas, am Nabel der Welt, wie Gerd sagte, der ihr den Nabel der Welt auf dem Forum gezeigt hatte. Ausgerechnet sie schritt seit 2 Monaten fast jeden Tag auf der Brücke Margarita über den Tiber, als sei das selbstverständlich. Aber selbstverständlich war nichts, in diesen Zeiten erst recht nicht. Jeder Tag ein Geschenk, jeder Brief ein Geschenk, jede Bewegung des Kindes im Bauch ein Geschenk, jeder Bibelspruch und jeder Blick über den Tiber. Und so sagte sie sich wieder, wie gut sie es hatte, verglichen mit anderen, verglichen mit ihm, dem geliebten Mann, der in Nordafrika, in Tunis, in der Wüste, nah bei den Feinden, gebraucht wurde, statt in Rom, wo er auch gebraucht und dringend erwartet wurde, nicht nur von ihr, und verglichen mit ihren beiden jüngeren Brüdern, die nun ebenfalls Uniform trugen, oder mit dem Vater im Marineamt in Kiel, oder verglichen mit der Mutter und den 3 Schwestern in den immer häufigeren, schlimmereren Sirenennächten mit verwundeten, toten Trümmern, Bränden. In Rom werden keine Bomben fallen, das galt als sicher, als selbstverständlich. Die ewige Stadt und das Zentrum der Christenheit wird der Engländer nicht in Schutt und Asche legen und der Amerikaner auch nicht. Und die prächtigen, mattroten Paläste der Jahrhundertwende, an denen sie vorbeilief auf die Piazza del Popolo, werden so schnell nicht einstürzen, falls die Recht haben, die gut Bescheid wissen über den Krieg und ihrer Meinungen sicher sind. Sie konnte da nicht mitreden, sie wollte da nicht mitreden. Sie hielt sich an den Glauben, in Gottes gütiger Hand zu sein und ihre Liebsten und Nächsten ebenfalls in seiner Hand zu wissen. Das war das Einzige, was sicher und selbstverständlich blieb. Den Blick auf die Ziegelsteinmauer vor der Piazza und die Rückseite des hoch über die Mauer ragenden Denkmals für irgendwelche Meeresgötter gerichtet, eine mächtige Mannsfigur, flankiert von 2 Halbmensch, Halbfischgestalten. Auch von hinten gaben die fast nackten Männer ein komisches Bild ab, und der in der Mitte trug eine Art riesiger Gabel. Und als sie mit Gerd hier entlang gelaufen war, hatte sie gefragt, warum hat er eine Gabel in der Hand? Und er hatte lächelnd geantwortet, das ist ein Dreizack, das ist Neptun, der Gott des Meeres, und der wird mit einem Dreizack dargestellt, aber du hast recht, nennen wir es Gabel, damit spießt er die Fische auf fürs Frühstück und schaufelt sie sich in den Mund, aber vielleicht isst der Meeresgott gar keine Fische, das wäre ja wie im Schlaraffenland, vielleicht darf der gar keine essen, da habe ich in der Schule nicht aufgepasst, da futterten die Götter immer nur Nektar und Ambrosia und soffen Wein, das muss ich mal nachlesen, ob der Neptun auch Fische aß. Auch das bewunderte sie an ihm, wenn er mal etwas nicht wusste, doch sofort eine Idee hatte, wo das nachzulesen war. Einige Meter entfernt, auf beiden Seiten der Gruppe, sah man auf der Mauer Fische im Kopfstand. Rechts ein paar und links ein paar, dicke, zufrieden grinsende, flossengeschmückte Köpfe auf den Sockeln, Leiber- und Schwanzflossen nach oben gereckt, umeinander geschlungen und geflochten, die Leiber noch in Bewegung, die Schwanzflossen ohne Berührung, miteinander spielend in der Höhe und winkend über den Körpern und Köpfen mit akrobatischer Leichtigkeit. Und das alles elegant aus Stein gehauen. Verliebte Fische, hatte Gerd gesagt. So sehen Fische aus, wenn sie verliebt sind. Und hier, vor der Rückfront dieser Figuren und Fische, teilte sich die Via Ferdinando di Savoia. Die Passanten mussten entscheiden, ob sie links oder rechts an der halbhohen Mauer entlang an dem linken oder rechten Paar der verliebten Fische vorbei zur Piazza del Popolo wollten, an der Torseite oder an der Stadtseite des herrlichen, weiträumigen Platzes. Und von wo auch immer sie kam, jeder Blick, jeder Schritt wurde angezogen von dem riesig hohen Obelisken in der Mitte, ein Magnet eingefasst von 4 Brunnen, an dem
hin und wieder ein Auto in respektvollem Abstand vorbeifuhr. Es war schwer, diesem Magneten zu widerstehen und nicht näher heranzulaufen, bis kurz vor die mehrstufigen Brunnenecken, auf denen steinerne Löwinnen Wasser aus ihren Mäulern spien, wahrscheinlich seit Jahrhunderten in Friedens- und Kriegszeiten im gleichen kräftigen Strahl. Sie blieb stehen, wollte nicht näher heran und keinen Umweg machen. Sie kam fast jeden Tag hier vorbei und hielt doch jedes Mal inne. Und jedes Mal wieder wanderten ihre Augen bis zur Spitze des Obelisken hinauf, bis zu dem Kreuz ganz oben. Es gefiel ihr und beruhigte sie, dass das Christliche über das heidnische Symbol triumphierte. 3000 Jahre sollte der ägyptische Stein alt sein, stand im Baedeker. Wie sollte man sich das vorstellen? Älter als Christus, vielleicht sogar älter als Moses, nun von einzelnen verschwindend kleinen Autos im Kreisverkehr und Radfahrern in schwarzen Hemden umfahren. Es schwindelte ihr vor dieser unbegreiflichen Unendlichkeit. Es schwindelte ihr, wenn sie nur daran dachte, was sie alles nie lernen und nie verstehen würde. Schon das Italienisch, das um sie herum gesprochen wurde, war ihr so fremd wie die Hieroglyphen auf dem Obelisken. Und die lateinische Inschrift auf dem Sockel, die Gerd ihr übersetzt hatte, blieb ihr bis auf das Wort Cäsar so unverständlich wie die ägyptischen Schriftzeichen. Ganz Rom war voll von Hieroglyphen und Rätseln, die sie verwirrten, wie das Dreschen des Korns unter dem Obelisken mitten auf der Piazza, wovon Ilse erzählt hatte. Immer im Sommer lasse Mussolini Lastwagenladungen Getreide auf die Piazza del Popolo schaffen und in eine Dreschmaschine werfen. Strohballen und Kornsäcke sollten die Verbindung von Land und Stadt demonstrieren und festigen. Was für eine Verschwendung! Und deshalb war sie erleichtert, dass sie auf diesem Platz wenigstens das Kreuz verstand und sich an das Kreuz halten konnte und an die Kirchen, auch wenn es katholische waren. Und noch einmal, ehe sie ihren Weg fortsetzte, schaute sie an der linken der beiden Zwillingskirchen vorbei in die Via del Babuino, durch die sie in dieser Woche schon 4-mal gelaufen war, Montag und Dienstag, Donnerstag und Freitag, die Straße zu den Briefen und Päckchen, die Straße der erhofften Lebenszeichen, die Straße des Glücks, auf der sie gestern mit 2 Briefen von Gerd aus der Frontleitstelle zurückgekommen war, voll Dankbarkeit nach einem ersten Blick auf seine Zeilen und dem stillen Stoßgebet: Er lebt, ich danke dir, gütiger Gott. Und darum kannte sie von den 3 Straßen, die hier strahlenförmig zwischen den Kuppelkirchen auf den Obelisken zuliefen, die Babuino am besten, ihre Glücks- und Dankesstraße. In den ersten Wochen hatte sie oft einen Teil der Strecke zur Via Quattro Fontane im Bus zurückgelegt, bis eines Tages ein Mann, ein völlig fremder, ungefähr 50-jähriger Mann mit gutem Anzug, ihr ans Gesäß gefasst hatte, ihr, der deutlich schwangeren jungen Frau, mit grapschender Hand, mit einer unvorstellbaren, nie erlebten Frechheit, sodass sie viel zu lange brauchte, um zu reagieren und aufzuschreien, was nicht recht gelungen war, weil sie sich schon im Ansatz des Schreis zu schämen begann für die Beschmutzung ihres Körpers und sofort ahnte, dass sie als Ausländerin, als beargwöhnte Deutsche ohne Sprache, den Leuten ihren Schrei so wenig hätte erklären können wie die Tat dieses Rohlings. Und statt laut zu schreien, sich weggedreht und zur Tür gedrängt hatte, um an der nächsten Haltestelle auszusteigen. Ein peinlicher Moment. Und das auf der Via del Corso, die sie seitdem mied, die Hauptstraße mit den vornehmen und vom Krieg fast leer gefegten Geschäften und einer Gedenktafel für Goethe, der hier Volfango genannt wurde, der peinlichste Moment in ihren 9 römischen Wochen, den sie keiner der Diakonissen und auch nicht Ilse,
den sie nur Gerd gestanden hatte, der sie von Afrika aus zu beruhigen versuchte. Ein starkes Stück, hatte er geschrieben, und das in deinem Zustand. Es gäbe leider solche kranken Männer, und in den katholischen Ländern käme das leider öfter vor, hatte er geschrieben, aber sie habe es richtig gemacht, sofort auszusteigen. Seitdem hielt sie sich, auch mit Rücksicht auf das Kind, von Menschenmengen möglichst fern und suchte in dem gefährlichen Meer, der gastlichen und schroffen, der schönen und unheimlichen Stadt, ihre kleinen Inseln der Zuversicht, wie die Kreuze auf den Obelisken oder die Kirche Santa Maria del Popolo, an deren Seitenfassade sie entlang lief in Richtung der Pincho-Treppen, die einzige der überladenen, prunkvollen, prunkstolzen Kirchen, in der sie sich nicht fremd fühlte, weil Martin Luther hier einst im Konvent gewohnt und vor dem Altar die Messe gelesen und gepredigt hatte, als junger Mönch in Rom, als er ein junger Mönch in Rom war, wie sie von Gerd wusste, erschrocken und abgestoßen von der Verschwendungspracht, Glaubenslosigkeit und Liederlichkeit der höchsten wie der niederen kirchlichen Würdenträger. Hier also könnte man sagen, so Gerd damals, in dieser Ecke Roms wurde der Keim für die Reformation gelegt. Und dann hatte er ihr ein Gemälde gezeigt, die Bekehrung des Paulus, mit einem von der Wucht der Bekehrung zu Boden geworfenen, unter seinem Pferd liegenden, geblendeten Paulus und gesagt, das sei fast ein protestantisches Gemälde, so radikal vom Glauben her gedacht. Der Name des Malers war ihr entfallen. Und sie schritt auf die Platzmauer gelagerten Zwingen vorbei, auf die Pincho-Treppen zu, musste einer sehr schnell die Pflasterstraße hinabschießenden Radfahrerin mit blauem Rock und einem auffallend unbekümmerten, ja glücklichen Gesicht ausweichen und sah die Anstrengung und sah der Anstrengung des Aufstiegs entgegen, 60 oder 80 flache Stufen in leichter Linkskurve den halben Hügel hinauf. Dr. Robertos lustige Sätze im Kopf: Ja, auch die Treppen sind gut, laufen Sie, wenn Sie haben Spaß mitlaufen. Bis Geburt Sie laufen, so viel Sie wollen, junge Frau, gesunde Frau, alles kein Problem, nur nicht anstrengen. Laufen ist besser als springen mit Bus in Loch von die Straße. Und besser als Radfahren, auch darauf freute sie sich, nach der Schwangerschaft wieder aufs Fahrrad zu steigen und mit Lust bergab zu sausen, glücklich wie diese junge Frau mit dem blauen Rock. Und Atem holte, bevor sie auf der rechten Treppenseite, wo die Stufen aus hellem Stein ausgetreten waren, wie sie das nur von alten Holztreppen kannte, den schweren Leib Schritt für Schritt nach oben hob, bei der Hälfte der Strecke noch einmal sich umwandte und eine kurze Pause machte und ihrem Kind, dem es zu gefallen schien, aufwärts getragen und geschaukelt zu werden, zuflüsterte: Bald wirst du das auch sehen, das schöne Oval dieses weiten, hellen Platzes und den Meeresgott mit seiner Gabel und alles hier und weiter hochstieg, vorsichtig, weil der Stein speckig und rutschig war. Nicht nur bei Nässe musste man besonders langsam und vorsichtig gehen. Und auch jetzt hieß es aufpassen und jeden Schritt mit Bedacht setzen. Zwei deutsche Soldaten in Uniform kamen ihr entgegen. Einer rutschte aus mit seinen glatten Stiefelsohlen, stürzte fast auf die Stufen, fing sich und rief: Scheiße, worüber sie erschrak, denn das sagte man nicht, als Soldat und Vorbild nicht und in der Öffentlichkeit schon gar nicht. Als Deutscher im Land der Verbündeten hatte man sich zu benehmen, und sie gab sich Mühe, von denen und von anderen Passanten nicht als Deutsche erkannt zu werden. Mit Männern, die Scheiße sagten, wollte sie nichts zu tun haben. Und nahm die letzten paar Stufen, schnaufte ein wenig, erleichtert, den anstrengendsten Teil der heutigen Strecke hinter sich zu haben. Sie überlegte kurz, ob sie nun die schmale Pincho-Straße oder den steileren, gewundenen Fußweg aufwärts wählen sollte, wo eine schwarze Katze aus dem Gebüsch jagte, verfolgt von einem größeren, räudig aussehenden braunen Katzentier, und entschied sich erst einmal nach links zu wenden,
an der verschlossenen, offenbar nicht mehr benutzten Tür des Konvents vorbei, wo Luther einst untergebracht war, zu der auf einen Sockel gesetzten Steinwanne. Gerd und sie hatten wir aus einem Mund Badewanne dazu gesagt, beim ersten und einzigen gemeinsamen Romspaziergang vor 9 Wochen. Es war den Römern bei ihren losen Sitten zuzutrauen, dass es in diesen 2500 Jahren irgendwann einmal üblich gewesen ist, im Freien das Bad zu nehmen. Es gab schließlich noch mehr davon, die beiden großen Badewannenbrunnen auf dem Platz vor dem Palazzo Farnese zum Beispiel, den sie besonders mochte, weil sie ausnahmsweise den Namen behalten konnte, der auch der Name ihrer Straße war. Und hinter der Steinwanne, sie standen auf einer Plattform hoch auf der altrömischen Stadtmauer, bot sich der Blick auf die überdachten Eingangstore der Villa Borghese und die steinernen Adler und Greife, die auf den Dachfürsten wachten. Adler und Greife waren überall im Park abgebildet zu finden, offenbar Wappentiere. Einmal aufmerksam geworden, hatte sie in Rom einen Adler nach dem anderen entdeckt, auf Fassaden, Denkmälern, Sockeln, Brunnen, Brücken und sich gewundert, weil sie die Adler immer für ein deutsches Wappentier, eine deutsche Besonderheit gehalten hatte und zuerst gar nicht damit einverstanden war, dass der bei den Italienern so oft auftauchte. An diesen Adlern hatte sie von Anfang an etwas fasziniert, sie wirkten vertraut und doch anders. Sie hatte eine Weile gebraucht, um das Rätsel zu lösen und den Unterschied zu benennen. Die deutschen Adler zeigten mehr Strenge, standen stramm bis in die letzte Feder, streckten auf militärische Art die Flügel oder krallten sich am Hakenkreuz fest, während die italienischen eher wie wirkliche Adler dargestellt wurden, fast wie Haustiere mit weicherem, natürlicher geformtem Federkleid, auch streng, aber eher wartend und beobachtend, eher väterlich, streng und schützend als militärisch korrekt. Und sie musste sich eingestehen, dass ihr die italienischen Adler besser gefielen. Gerade diese 4, von grinsenden, feixenden Greifen flankiert, die auf Augenhöhe mit ihr von den Fürsten der Eingangstore der Villa Borghese in alle Himmelsrichtungen blickten. Warum in Rom so viele Adler zu entdecken waren, hatte sie Gerd immer mal fragen wollen. Es hatte sicher wieder mit den alten Römern zu tun, mit Caesar, Augustus, Romulus. Alles hatte irgendwie mit den alten Römern zu tun. Er hätte ihr das bestimmt aus dem Stegreif erklären können. Aber es gab jeden Tag so vieles zu schreiben, so vieles, was sie mitzuteilen oder ihm als Sorge zu nehmen hatte, Trost zu spenden in zuversichtlicher Handschrift, Hoffnung und Vertrauen auf Gott in schulgerechter Sütterlinschrift, und ihre Liebe in jeden der Sätze zu legen, denn jeder Brief konnte der letzte sein, da wäre es ihr völlig lächerlicher, störend vorgekommen, wenn sich beim Briefschreiben nach Afrika die Frage nach der Herkunft der Adler vorgedrängt hätte. Und mit Überlegungen zu dem Brief, den sie ihm heute Abend schreiben wollte, stieg sie vorbei an einem lebensgroßen lächelnden Löwen, aus dem weißen, marmorähnlichen Stein, mit langsamen Schritten auf dem von flachen Stufen markierten und von Lorbeerbüschen und knorrigen Bäumen gesäumten Weg weiter hinauf. Und wie immer, wenn ihr wehmütig wurde beim Gedanken an den an die Front versetzten Geliebten, tröstete sie sich mit dem Satz, der auch sein Satz war: besser als in Russland als Infanterist, und sah die letzten Stufen vor sich, geradeaus an einer Mauer entlang nach oben, die flachen, schrittbreiten Stufen. Afrika ist besser als Russland, Wüste besser als Schnee, ein Stufenschritt. Schreibstube besser als Infanterie, wieder ein Stufenschritt. Gefreiter besser als Unteroffizier, wieder ein Stufenschritt. Er lebte. Wie viele waren tot oder vermisst? Und noch ein Schritt.
und er durfte sich mit ihr freuen an dem Kind und noch einer. Und er war nah, sehr nah, gleich hinter dem Meer, fern und nah zugleich. Und so erreichte sie, leicht schnaufend, die herrliche Höhe des Pincho, den Ort ihres tiefsten Schmerzes. Hier oben hatte Gerd am Tag nach ihrer endlich von den Behörden genehmigten Ankunft, am 11. November nach einem langen, taglangen Spaziergang, dem ersten und einzigen gemeinsamen Spaziergang durch die Stadt der Wunder, stockend und mit den Tränen kämpfend und unter vielen Liebesspüren gesagt, was ihm am Tag zuvor erst, am Tag ihrer Ankunft aus Deutschland, ein Schreiben der Wehrmacht diktiert hatte: Abstellungsbefehl, Afrika, übermorgen Abend. Das war der Anfang. Danke. Applaus